Willkommen Leute zu einem neuen Spiel. Ihr seht schon Bus Simulator 2008. Ist ja auch voll toll, ne? Ihr seht mich deshalb nicht in der Ecke, weil ich denke, zu den Spielen wäre es relativ unnötig, die Kamera reinzufügen. Warum Bus Simulator? Ich weiß auch nicht. Ich weiß echt nicht. Eigentlich sind es echt die dümmsten Spiele aller Zeiten, muss ich echt mal sagen. Aber ja, die sind einfach trotzdem beliebt, da kann man nichts gegen machen. Und ich habe mir überlegt, vielleicht je nachdem, möchte ich vielleicht immer ein paar Simulatorspiele spielen. Vielleicht auch mal so eine Challenge machen mit irgendwem, wer es länger aushält zu spielen. Oder mal ein Livestream oder Multiplayer oder irgendwas. Mal gucken, was denn so möglich ist. Das ist der erste Bus-Simulator-Teil, Leute. Ich habe den mal geschenkt bekommen. Liegt hier. Das ist die Hülle. Und ich dachte, ja komm, wenn du mal anfangen solltest, dann mit dem. Und einfach das beste Spiel. Und übrigens, ich habe meinen Kopfhörer auf und höre den Sound nur auf der rechten Seite, was noch besser ist. Das geht einfach nur auf der rechten Seite, weil das Spiel einfach so derbe gut ist. Und bevor ich hier anfange, möchte ich mal sagen, dass ich das Spiel nicht beleidigen möchte, ja? Also ich werde versuchen, dieses Spiel, solange ich es spiele, nicht zu beleidigen. Außerdem werde ich auch versuchen, keine zu langen Parts zu machen. So, da habe ich mir gerade mal meinen Wecker geholt. Wir haben jetzt 20.55 Uhr. Ich werde gucken, dass ich maximal 15 Minuten Parts aufnehme. Beziehungsweise davor eine Schicht zu Ende bringe oder so. Ich habe mal irgendwann schon mal reingeschaut gehabt in den 2009er Teil. Ja, gut. Wir stellen hier mal ein bisschen was um. Ich glaube, wir können hier einfach alles reinmachen. Sehr rechenintensiv, okay. Oh, okay. Das ist natürlich nicht gut. Texturen können wir, glaube ich, ganz nach... Oh, komm. Ach so. Egal. Dann seht ihr das nächste Mal, wie hoch diese Auflösungen hier sind. High-End-Fotos. Okay. Ne, wir benutzen jetzt momentan eigentlich keins. Werde ich vielleicht bei der nächsten Aufnahme machen. Gut. Ich denke mal, so reicht das. Und ich denke mal, wir starten einfach die Aufnahme. Und ich habe schon wieder in die Kamera geschaut, weil ich schon daran gewöhnt bin. Ja. Ich glaube, wir drücken hier drauf und einfach hier drauf und dann sind wir zufrieden, oder? Okay. Wie heißen wir denn? Wie heißen wir? Ich habe es vergessen. Wir heißen Barbara. Nee, okay, nein. Keine Ahnung. Ich weiß es echt nicht. Wir heißen Hansbert. Passt es so? Hansbert. Leute, da sind wir wieder. Dieses super derbe, coole Spiel ist einfach abgestürzt. Finde ich toll. Wir haben auf dem Konto 1500 Euro. Und damit möchten wir eine Buskarriere starten. Das finde ich echt super toll. So, Betrieb. Keine Ahnung. Fuhrpark. Mal gucken, was holen wir uns denn für einen Bus? Wir haben so viele Möglichkeiten. Oh, noch eine zweite Seite. Okay. Da brauchen wir gar nicht erst hinzugehen. Ich glaube, wir können uns in den kaufen, oder? 1000... Bus nicht ver... Ja, super, okay. Dann mieten wir uns diesen Bus hier für 1000 Euro. Mietvertrag wird unterzeichnet. Das finde ich ja richtig cool. Herzlichen Glückwunsch. Yeah, der Bus steht ab sofort in Ihrem Fuhrpark. Cool. Gut, können wir ein bisschen Werbung machen vielleicht? Was? Nee. Ich mache einen Linienverkehr, 6 Haltestellen. Ja, das machen wir. Kein Bus. Ach so, ich muss erstmal aktivieren. Wo mache ich das denn? Moment. Fuhrparkübersicht. Dann aktiviere ich den mal. Bus aktivieren. Oh ja. Mache ich auch immer, wenn ich da mal Busfahrer werden möchte. Dann kann ich meine Fahrt nicht antreten, solange ich meinen Bus nicht aktiviert habe. Da muss ich dann so einen Knopf drücken und dann aktiviere ich den, ne? Kennt ihr, ja? Vorstadt, da machen wir mal Vorstadt. Oh, Fahrpreis festlegen. Ja, kann ich ja wohl. 4,70 Euro die Fahrt, ja, dann will ich sofort mitfahren. Oh Gott. Wir machen, was? 108 und... Ja, okay.
Ja, keine Ahnung. Normalerweise zahlt man eigentlich so, ich weiß gar nicht. 1,80 oder 2,40 oder so. Egal, wir machen einfach 4,70, mir auch egal. Okay, nein. Okay, machen wir mal hier. Hier, 3,53, das passt schon. Und jetzt kommt der tolle Ladevorgang, der einfach so episch ist, weil ihr seht schon, hier steht Hauptbahnhof, Bus und voll cool und so, ne? Ladevorgang ist halt der epischste Vorgang aller Zeiten. Und ich hoffe mal, euch gefällt das Spiel bisher. Bisher hat man so viel davon gesehen. Genau. Ich werde mal gucken, je nachdem wie viele Simulatorspiele ich davon habe, beziehungsweise auftreiben kann, werden noch mehr kommen. Oh, ist das geil hier. Das ist ja, boah, geil. Das fährt ja das nicht. Oh gut, das finde ich. Ach komm. Ich kann nicht mal. Okay. Also die Pfeiltasten. Ich habe keine Ahnung von der Steuerung, Leute. Ich habe null Ahnung. Oh, cool. Wir sind auch so derbe. Können wir das Auto umfahren? Ja. Oh Gott. Oh, jawohl. Oh. Das tut mir jetzt aber leid. Oh. Oh. Fehlgeschlagen. Cool. Moment, ich würde sowieso erstmal... wird dabei gespeichert. Ja, das will ich ja auch. Ich will nur mal die Steuerung sehen, weil von der habe ich null Plan. So, hier. Gas geben. Oh, ich gebe Gas. unten. Links und rechts. Blinker. Keine Ahnung. Hier. Q und E. Und Hupen mache ich mal auf Leertaste. Ach komm, das braucht man auch gar nicht. Ach, doch. Nee, mach mal das lieber. Ja, ja. Blinker braucht doch eh kein Mensch. Was? Ja, okay, komm schon. Die Türen brauchen wir auf jeden Fall. XY. Ja, dann lasse ich die so. Haltestelle an. Ach komm. G. Naja, kann man sich merken. Also auf F. Naja, oh, das passt schon irgendwie. Ja, komm, das schaffen wir mit Hans Bert, das ist doch alles cool. Und weiterspielen. So, jetzt fahren wir aber die Leute nicht um. Ja, Strecke fahren, bitte. Wieder den vollen... Nee. Okay. Etwas billiger. So, diesmal fahren wir die Leute nicht um, weil wir sind ja nett, oder? Ich hoffe mal, die Leute sind auch nett zu uns, weil, ich mag die Leute hier nicht. Ich kenne die Leute alle, ja, die sind alle, voll die nicht netten Leute, ne? Wie gesagt, ich möchte versuchen, in dem Spiel so wenig wie möglich das Spiel schlecht dastehen zu lassen. Oh, wie auf einmal haben wir Nacht. Ja, wir fahren mit voller Geschwindigkeit die Straße entlang. So, hier kommt durch die Bushaltestelle, ja genau. Mit voller Wucht. Oh. Ach so, ich dachte, der hält gleich automatisch oder so. Ich habe voll die derbe Kamerasicht. Und dann irgendwie... Ah, ich habe vergessen, wie man die Kamera ändert. Oh. Ja. Was? Rote Ampel überfahren? 50 Euro! Oh! Mein Gott, nein! Wagen hält. Einfach alle Türen öffnen. Ich habe keine Ahnung, wie man bezahlt, ne? Kann ich da... Muss ich irgendwas machen? Nee, der läuft automatisch rein. Sehr gut. Weiter geht's! Was? Zu früh weitergefahren? Ja, fick dich. Ach komm. Ich bin doch am Arsch. Wo muss ich eigentlich hin? Ich hab nicht mal eine Karte. Dein Ernst? Oh mein Gott! Oh mein Gott, es wurde beschädigt. Es ist dein Ernst, dein... Es ist wirklich ernst. Oh mein Gott. Reparieren. 100 Euro, wir wollen kein Geld mehr. Wir mussten die Strafen gar nicht bezahlen, fällt mir gerade auf. Ja, ich weiß nicht. Gott. Gott, okay. Dann machen wir nochmal eine. Und diesmal werden wir auch... komm, mir egal, teurer. Ich will jetzt mehr Geld verlangen dafür. Ich meine, die steigen ja eh ein, denen ist eh scheißegal. Daher ist es ja völlig... belanglos, ne? Diesmal werden wir auch uns ein bisschen an die Vorschriften halten. Ich habe keine Ahnung, wo man das Licht anmacht. Ich habe schon wieder vergessen. Oh, das ist gut.
Aber gut. Ich will mich nicht beschweren. Ich bin neu. Oh Gott. Wahrscheinlich haben sich die Macher irgendwie Tipps von der echten Strafe geholt. Oh, ich habe ich habe keine Strafe zahlen müssen. Ich bin ja immer nicht an einer roten Ampel vorbeigerauscht. Ich bin neben dran. Oh. Okay. Leute, ich würde mal sagen, das war's dann. Oh Gott, wie wurde der... Ach, oh, komm, egal. Nee, nee, ich sag nichts. Ich will mich ja nicht über das Spiel aufregen. Das wär's dann mit dem ersten Part gewesen, Leute. Normalerweise mache ich das ja so, dass ich einfach so lange aufnehme, wie ich will oder wie ich denke, dass ich gerade Zeit habe. Aber bei dem Spiel ist es, glaube ich, besser, wenn ich einfach immer nur 10 bis 15 Minuten aufnehme. Ja, ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Oh mein Gott. Nächster Raum. 4. Okay. So, gut. Oh, cool. Kumpel.